So, Leute, ich bin endlich zurück mit Minecraft und ich bin in der Wüste, aber, ja, aber nicht in der Wüste von Montserrat, also dieser Welt, sondern vielleicht sieht man uns unten am Texture Pack schon einer etwas moderneren Galaxie, sag ich mal. Es dürfte jetzt schon Ausfluss geben, auf was ich hinaus will. Ja, Science Fiction. Und da sehen wir schon daran, wo ich gerade dran arbeite. Es soll sowas wie ein Shuttle-Raumhafen sein. Ist noch nicht ganz fertig, also ich habe es echt nicht mehr geschafft, jetzt das noch fertigzustellen. Mache ich aber weiter, fehlt auch nicht mehr viel, eigentlich noch ein paar Türme, Inneneinrichtungen. Es geht. Und es soll auf alle Fälle kein hochmoderner Raumhafen sein, wie Shiphead das zum Beispiel macht, also wirklich großartig. Und daher traue ich mich auch ganz ehrlich nicht dran, weil er hat da so vorgelegt. Nö, nö, nö. Dann mache ich lieber hier ein bisschen einen auf Tatooine, deswegen auch die Wüste, ein bisschen abgehalftertes Zeugs und nicht mehr so neu und trotzdem wirklich verbunden mit modernsten Sachen. Und ja, hui, es hat geleckt. So, wir sind hier im Shuttleport, das sieht man, dass es ein bisschen offener ist, sind auch die billigeren Plätze. Also hier, ja, die, ja, kleineren Schiffe und Shuttles. Räusper. Entschuldigung, ich muss mich mal richtig räuspern. So, immer zur Aufnahme natürlich. Geht die Stimme flöten. Jetzt geht's aber wieder. Ja, wie gesagt, der Shuttleport. Willkommen. Das hier ist, was ich schon Shiphead gesagt hatte, der Jäger, den ich nach seinem Tutorial gebaut habe. Also er hat einen anderen genommen, aber ich habe es nach der Anleitung gemacht. Also, weil, wie ich das immer gebaut habe, Schiffe. Es ist wirklich menschenunwürdig, das so zu machen. Das ging wirklich gut mit seinen Ideen, wie man das schnell und. Das ging also schnell, ja. Egal jetzt. Das ist mein Moskito-Jäger. Also er wird Moskito genannt wegen der Form. Sieht man ja auch. Joa. Ist er ein leichter Jäger? Hier vorne habe ich das auch übernommen mit den Stabilisatoren. Fand ich süß. Gute Idee hier, die Bewaffnung. Hör auf zu lecken. Ja, hat auch Doppelflügel. Sieht man auch nachher beim großen Schiff. Der Columbus, aber da kommen wir noch zu. Ist Menschendesign. Also das letzte Schiff, was wir gesehen haben, ist er wirklich Alien. Ein Alienschiff in dem Sinn gebaut. Von einer anderen Rasse, aber da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Das hier ist diese Form mit dieser langen Schnauze. Finde ich klassisch und finde ich passt auch sehr gut zu Menschen. Deswegen ist das hier eben die Menschenform. Ja, hier die Antriebe. Leuchten auch schön nachts. Und hier geht es rein. Ich weiß, hier muss man blöd durch. Eigentlich hatte ich den Hörer. Egal. Ich musste ja umziehen mal komplett mit der Welt. Weil da war es anders. Naja. Hier haben wir so ein bisschen, weiß nicht, Computer, irgendwas, Dingens. Und hier natürlich das Cockpit. Und ich werde versuchen, demnächst vielleicht mal, oder auch irgendwann mal, weiß ich nicht, wann sich das anbietet, diesen Mod zu installieren, diesen Zeppelin-Mod, weil das Schiff dürfte geeignet sein von der Größe her dafür. Also man kann dann wirklich damit fliegen. Ich möchte hier bitte raus. Vielen Dank. Ja, hier nochmal, noch ein Moskitojäger. Der gleiche. Und ja. Hier sieht man es nochmal, diese Form. Ein leichter Jäger. So. Wie gesagt, das ist der Shuttleport. Da können wir auch mal reingehen jetzt. Stimme versagt schon wieder. Hier ein wenig Werbung natürlich. Und das finde ich sehr geil an dem Texture Pack. Das ist übrigens das Dark Matter. Googles einfach mal. Ist ein Mass Effect inspiriertes Science Fiction Texture Pack und ich liebe es. So, jetzt genug davon. Das sieht jedenfalls wirklich so aus wie Hologramme, weil die auch ein bisschen über diesen Eisenstäben schweben, wenn man so will. Und das finde ich extrem cool. Ich könnte da gar nicht genug von hinklatschen. Also hier ein bisschen Werbung für eine Bar, wie es scheint. Hier ein paar Informationen. Irgendwo muss es ja auch ein Restaurant wohl geben. Diese sind noch nicht betretbar, diese Abteilung.
Da kommt man nämlich auch in das große, im großen Dock, wenn man so will. Da ist noch nichts, deswegen habe ich das mal dicht gemacht. Und hier geht es erstmal hoch zu den Besuchern. Aufenthaltsraum-Dingen, bla. Ja, das Operbus ist natürlich auch vorhanden. Nein, ich finde es eigentlich ganz schick. Das sieht man öfters noch bei mir. Ich mag's. Hier auch wieder ein bisschen Werbung. Scheint eine wirklich große Bar zu sein. Oder ein Club sogar, keine Ahnung. Es kommt ja noch. Also der Club zu dieser Werbung wird noch entstehen. Ja. Hier so ein paar Automaten. Geld kann man ja immer gebrauchen. Kann man auch schön auf das Shuttle Dock gucken. Wie gesagt, das ist so der Besucherbereich, der öffentliche Bereich des Docks. Hier auch nochmal ein bisschen Informationen, Cerberus, bla. Hier ist wieder eine gesperrte Abteilung. Muss ich selber mal gucken, wo man da jetzt hinkommt. Ah ja, hier kommt man auch ins große Dock. Wie gesagt, muss ich alles noch anschließen. Das sind jetzt momentan nur Notgänge hier. Deswegen habe ich es auch relativ dicht gemacht erstmal alles. So, als Notdorftes wirklich eingerichtet. Und hier geht's zur Kommandozentrale des Shuttle Docks. Das ist da drüben. Hier kann man auch nochmal schön gucken. Blablabla. Und wie gesagt, ich nehme mir vom Design her ein bisschen Tatooine als Vorbild. Finde ich eigentlich ganz schick. Hier auch geschlossen, geschlossen, geschlossen. Erstmal Notdorftes. Ich habe es jetzt so gemacht, dass da unten einfach, man sieht es vielleicht, genau, hier geschlossen, Sandsturm, ist erstmal nicht betretbar für die nächsten paar hundert Jahre. Ja, es kommt noch. Ich muss da halt auch noch ein bisschen bauen. Ich sage, ich habe es nicht ganz geschafft. Lass mich runter. So, habe ich hier Türen zugemacht, ja. Jetzt geht's zur Kommandozentrale des Shuttleports. Hier ein bisschen ein schönes Bild. Übrigens auch sehr cool gemacht von dem Texture Pack. Ich verrate jetzt nicht, was es ist. Also man sieht, was es ist, aber was es eigentlich ist. So. Ja, hier auch wieder die Arbeitsplätze mit den schönen Hologramm-Dingern. Ich liebe es einfach. Es sieht auch so wirklich schön Science-Fiction-mäßig aus. Ja, hier eben, wie gesagt, die verschiedenen Arbeitsplätze. Schreibtische. Ja, Papierkram gibt's auch im Science-Fiction weiterhin. Und hier so ein kleiner Notausstieg für das Personal. Und dann geht's wieder rüber zum normalen Besucher-Dock-Port-Ebene. Genau, nennen wir es Ebene. Ich mache einen kleinen Synchro-Schnitt, bis gleich. So, wir wollen ja nicht, dass ich wieder 3 Stunden vorher rede und danach kommt das Bild oder andersrum. Ist nicht so schön. Deswegen machen wir jetzt so einfach mal runter. Hier sieht man, ist ein kleiner versteckter Weg eigentlich, dass man hier lang kommt. Auch als Feuerfluchtweg relativ geeignet. Eigentlich nicht. So, jetzt heißt es rüberfliegen, denn oder wir nehmen die ab. Weil ich habe auch noch keine Verbindung zwischen Dock 1 und Dock 2. Ja, weil eigentlich stand vorher in einer anderen Welt nur dieser Shuttle-Dock. Und gestern habe ich wirklich noch komplett gestern das Große hingebaut und diesen noch dran gesetzt und auch noch umgebaut. Also gestern war hart. Ein sehr harter Tag. So, hier kommt dann übrigens die Stadt hin, wird auch wohl drumherum alles dann zugebaut. Ja, aber erwartet jetzt keine großen modernen Hochhäuser. Wie gesagt, guckt euch Tatooine an, da ist das auch nicht gegeben. Es soll ja ein bisschen ein abgehalfterter Planet sein. Eine recht große Siedlung, aber eben nicht das super moderne Städtchen. Also wie Ilium bei Mass Effect oder so, sowas wird es jetzt nicht, habe ich probiert. Wird erstmal mit der Bauhöhe und den sonstigen auch noch nicht. Also, es ist noch schwierig hinzubekommen. So, egal. Die Sonne geht unter. Es hat schon was irgendwie, diese Wüstenlandschaft. Die Bäume da hinten seht ihr nicht. So, und hier geht es zum... Ja, man sieht, ich habe auch diese Custom Colors reingehauen in das Texture Pack. Also ich habe es wieder ein bisschen bearbeitet, natürlich. Ich kann es nicht lassen. Und eben auch diese Custom Colors.
Und falls der Mond erscheint, würde ich ihn euch noch gerne zeigen, weil da bin ich besonders stolz drauf, auf diesen Mond. So, ich mach mal jetzt nicht höher. Den kennt ihr vielleicht noch von dem Antares Texture Pack. Ich habe ihn übernommen und jetzt eben mit diesen Mondphasen noch versehen. Also man sieht es jetzt, ist es zum Beispiel komplett fast dunkel. Und ja, übrigens auch sehr schön, wie das hier flackert, das Licht. Naja, ich mache jetzt auch wieder Licht an, weil ist jetzt blöd. So, tschüss Mond, da kommt die Sonne. Wir gehen jetzt zum großen Dock, zum teureren und auch Sandsturm geschützten Dock. Ja. Lalalala. Hier geht's lang, das Tor kann man dann runterlassen, wenn wirklich mal ein Sandsturm kommt oder irgendwas Unvorhergesehenes. So, hier sind wir im Großen. Ist arenaartig aufgebaut. Tatooine hat das ja auch sehr schön vorgemacht. Finde ich toll. Hier wieder Serverbus ist am Werk. Also es ist eine lustige Mischung eigentlich aus Star Wars, Mass Effect und meinen eigenen Ideen in diese Welt. Aber ich liebe es. Ich habe wirklich seit langem wieder richtig, richtig viel Spaß mit Minecraft und es liegt an dieser Welt. Wie gesagt, diese Gebäude sind jetzt alle noch leer. Das war ein großes Rum. Also da hinten, da ist schon das vom Dock drin oder war das hier drin? I, jetzt bin ich hier geladen. Ne, da ist der Dock drin. Also da ist hier schon ein bisschen was vorhanden. So, und hier sehen wir es auch. Das ist die Columbus. Und es leckt auch sofort bei ihr. Sie ist auf alle Fälle mein Baby. Mein absolutes Schätzchen. Und ich weiß auch nicht. Ich habe sie mal gesehen. Man hatte mal so ein Schiff gebaut. Auch von der Raumaufteilung her habe ich mir das als Vorbild genommen. Und ja, ich finde sie auch wunderschön. Sie hat auch wieder diese klassische Form, diese X-Wing, wenn man es so sagen will. Das ist übrigens auch sehr geil von Star Wars gemacht worden. Stehe ich sehr drauf auf diese geteilten Flügel. Und ja, die Form kann man vergleichen mit dem Moskito. Soll ja natürlich auch, wie gesagt, Menschen-Design ist das hier. Ja. Ich weiß nicht genau, welche Klasse das ist. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Also sie ist ein sehr eigenständiges Schiff. Man sieht es hier an der Bewaffnung. Vorhanden ist sehr schnell, flink. Also ich hatte sie eigentlich Columbus genannt wegen Explorer. Klasse vielleicht. Weil sie kann wirklich auf Missionen gehen, die auch mal etwas gefährlicher sind. Wie gesagt, sie ist sehr flexibel, schnell. Und hat aber auch die passenden Zähne, um sich zu wehren. Und je nachdem, wie die Wünsche des Captains sind, kann man auch die Schnauze noch erweitern um einen Shuttle oder eben Transporter. Da sind noch Reserven offen für Transportfahrzeuge. Hier übrigens mein Tower. Ja, einer davon. Ich muss noch ein bisschen dran bauen, wie gesagt. Ist alles noch nicht fertig. Hier drin ist auch noch nichts. Die pure Leere. So. Nochmal ein kleiner Schnitt. Das war die falsche Taste. Jetzt aber. So, wieder da. Hier die Antriebe. Die leuchten auch sehr schön nachts. Ach, das ist jetzt, weiß ich, was ich gedrückt habe. Hör auf. So. Ja. Wie gesagt, nachts auch sehr schön zum Leuchten. Das könnte ich doch eigentlich mal vormachen. Wenn wir hier schon das haben, diese Möglichkeit. So, man sieht es. Bam, es leuchtet. Und mein Mond ist auch vorhanden. Ach, jetzt könnte ich das eigentlich auch nachts machen. Und hier geht es rein in die Columbus. Ja, Backboard und Steuerboard, natürlich die Engine Room. Ich komme immer nicht auf den deutschen Namen, deswegen habe ich es einfach bei Engine Room gelassen. Hier geht's zur Brücke. Ja, Bordcomputer ID, natürlich auch vorhanden. Man muss sich ja was einfallen lassen. Hier hat der kommandierende Offizier natürlich seinen Platz. Piloten. Ja. Bei Edi. So. Hier auch Warnhinweis, wird natürlich geschlossen bei Raumeintritt. Ist ungünstig, wenn man das offen lässt. Hier die Kantine. Hust, hust. Naja, es sind zwei Tische vorhanden, also das ist eine Kantine, ne? Ja. Die Lebenserhaltung bei einer eigenen Praxis ist natürlich
schwierig. Aber es gibt Medipacks. Das ist doch schon mal gut. Und Edie ist auch hier. Ja, Quartier des ersten Offiziers haben wir hier. Wie gesagt, ich habe mir die Raumaufteilung, das Schiff allgemein mal, bei jemandem mal gesehen. Ich weiß nicht, wo das war. Und ich fand es echt toll, dass es das ist wirklich gut aufgeteilt gewesen. Hier das mein Quartier, wenn man es so will. Hier ist der VI-Kern oder Computerkern, wie man es will. Es gibt nicht viel zu sehen hier drin. Zu das Ding. Und hier vorne geht es noch zum Lagerraum. Und die Mannschaftskabine natürlich auch. Ja. Ich bekomme das nie hin, diese Dinger. Oh, ich sehe das immer bei anderen, die das hier Doppelstockbetten machen. Ich bin da echt zu doof für. Ich weiß nicht, wie das geht. Deswegen einzelne. Und hier der Lagerraum. Und hier ist eben, wie gesagt, die Reserve offen, den zu erweitern, die Schnauze wie vom Moskito zu machen. Nur halt in groß und eben ein Shuttle oder... Das sollte hier sein. Ein Shuttle oder eben ein Transporter einzubinden. Genau, das wollte ich sagen. So, und das war's eigentlich schon. Erstmal für diese Woche von dem neuen Science-Fiction-Projekt. Ich muss mir noch was ausdenken, wie ich es nenne. Hallo Moon. Schön, dass du da bist. Ja. Und hier auch wieder die schönen Hologramme. Hier sieht man es nochmal richtig gut, wie sehr die eigentlich abstehen. Also wirklich hologrammmäßig sieht das aus. Ich bin da echt scheiße begeistert von. Ja. Das war die Columbus. Das war erstmal der Raumhafen. Hust, hust. Für diese Woche, für dieses Mal. Mal schauen, wann ich wieder dazu komme, ein neues Video zu machen. Ich baue jetzt natürlich gleich weiter. Weil es fehlt noch viel. Aber es geht gut voran. Das habe ich, wie gesagt, alles an einem Tag gestern gemacht. Wow. Grausam. Aber es hat Spaß gemacht. Darauf kommt es ja an. Ja, also ich verabschiede mich. Hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dahin, eure Still. Bye, bye.